Hi, mein Name ist Marco. Ich war mal wieder auf dem Jakobsweg unterwegs, und zwar den Camino Portugues. Aber dieses Mal nicht alleine. Ich habe meine beiden Töchter mitgenommen, 11 und 14, weil das ist das, was ich immer am meisten vermisse auf dem Jakobsweg. Das sind meine Kinder. Wir sind am 3.7. nach Porto geflogen und von da aus Richtung Santiago gepilgert. Wir haben uns gesagt, solange wir wollen, laufen wir. Wenn wir nicht mehr wollen, hören wir auf. Das war so ein Deal, den ich auch mit den Kindern hatte. Und so haben wir eine Woche durchgehalten. Es war wirklich sehr anstrengend, weil es sehr, sehr heiß war. Aber wir hatten richtig, richtig schöne Tage. Pilgern mit Kindern ist was ganz anderes als alleine. Man sieht die Welt nochmal mit ganz anderen Augen. Man geht ja auch nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit. Und was ich persönlich empfand, man wurde nochmal freundlicher und ganz anders empfangen, als wenn man alleine pilgert. Man wird eh immer freundlich empfangen. Aber mit Kindern ist das nochmal eine andere Nummer. Wir hatten echt viel Spaß. Das Ganze haben wir wieder in kleinen Videos festgehalten und wir würden uns freuen, wenn ihr euch die anschaut, wenn sie euch gefallen. Einfach klicken, liken, teilen, wie man so schön sagt. Ja, also viel Spaß zum Anschauen und wie immer, buen Camino. Verspätung sind wir irgendwie in Porto angekommen. Sind aber auch echt schon fertig. Insgesamt sind wir irgendwie 26 Stunden auf dem Bein mit der Fahrt nach Berlin und so weiter den ganzen Tag. Also wird sportlich. Jetzt aber den Zug. Angekommen und haben wir Hunger. Ich habe die Mädchen entscheiden lassen, natürlich mitten in Porto. Habe ich gedacht, besser kann man gar nicht essen gehen. Und besten Küchen überall. Für was haben wir uns entschieden? McDonald's. War doch irgendwie klar, oder? Wird doch ein bisschen ein anderer Camino. Willkommen in unserer ersten Herberge. Hier geht's rein. Ja, dann lass uns mal rein hier.